Ihr habt nach der Geschichte gefragt, als die Studentin die Eras Tour als Beispiel genommen hat, und davon erzähle ich euch sehr gerne. Und zwar ging es bei dem Kurs an der Hochschule Harz, bei dem ich so Zweitprüferin bei den mündlichen Prüfungen sein durfte, um Projektorganisation, agile Arbeitsweisen, wie man sein Team strukturiert, wie man da am besten möglichst gut effizient arbeiten kann, wie das abläuft und so weiter. Und die Studentin kam rein, hat gesagt, ich weiß, wir machen das vor allem so am Beispiel von Software, aber ich habe mir überlegt, ich möchte das gerne erklären am Beispiel der Eras Tour, hat dann erzählt, wer muss überhaupt ein Teil von dem Team sein, wo findet die Eras Tour überall statt und so weiter und so weiter, und hat es damit richtig, richtig cool gemacht, mir natürlich ein mega Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich wusste vorher auch schon, dass sie Swiftie ist, sie wusste, dass ich Swiftie bin, weil wir beide auch in unterschiedlichen Städten in diesem Jahr dann auf der Eras Tour auch sind. Und ja, mich hat es auf jeden Fall total begeistert, mal von einem Studenten, einer Studentin, mal was anderes zu hören als bei den ganzen anderen Prüfungen.